Bei Anaximander ist der Ursprung aller Dinge nicht ein bestimmter Stoff, sondern das Apeiron, griechisch das Unbeschränkte, das Grenzenlose. Es ist ewig und unvergänglich und bringt in ständiger Bewegung neue Welten hervor, indem es aus sich heraus gleichgewichtige Gegensätze aussondert, wie zum Beispiel heiß und kalt, trocken und feucht, aus denen die vier Elemente entstehen. Um die Erde ist das Wasser gelagert, dann die Luft und außen das Feuer. Das Feuer erhitzt das Wasser und bringt die Kugel zum Platzen. Als Reste dieses Urknalls bleiben Feuerräder übrig, die von Lufthüllen umschlossen sind und nur an einer Öffnung das Feuer hindurchtreten lassen. Sonne, Mond und Sterne, deren Finsternisse durch zeitweilige Verstopfung dieser Öffnung erklärt werden. Unser Modell zeigt die zwei Phasen der Weltentstehung, die sich aufblähende Erde, Wasser, Luft, Feuerkugel und nach deren Platzen die von Luft umhüllten Feuerreifen. Die rätselhafte Kreisbewegung der Sterne erklärt sich so ganz leicht durch ihre Ringform. Anaximander um 611 bis 546 vor Christi, ebenfalls aus dem ionischen Milet, war Schüler des Thales. Seine Schrift Über die Natur war die erste bereits in Prosa abgefasste Darlegung wissenschaftlicher Lehren, die die griechische Literatur besaß. Ist Thales der Wegbereiter der wissenschaftlichen Forschung, so kann Anaximander als deren eigentlicher Begründer angesehen werden.